Moin, moin und willkommen zurück zu Hardcore Kerbal. So, nachdem wir das mit Halfried Kerman geklärt haben, geht es jetzt darum, dass wir natürlich ein bisschen Geld verdienen wollen und so ein paar Nebenmissionen sich ergeben haben. Nämlich, wir müssen ein paar Leute jetzt natürlich von der Minmus-Station zurückholen und mal gucken, ob wir das mit ein paar Aufträgen übereinbringen können. Aber erstmal haben wir Wissenschaftspunkte eingesackt und die würde ich jetzt in der 160-Punkte-Kategorie ausgeben und zwar für Precision Engineering, denn da kriegen wir noch ein neues Experiment, nämlich den GORSAT. Mit dem können wir globale orbitale Radiance Experiments, also irgendwelche Lichtabstrahlungen messen. Und wir kriegen natürlich noch Sprengstoff, einen neuen Probe Core und ein paar Bastelteile und vor allen Dingen ist dieses Teil hier Voraussetzung für drei weitere Sachen im späteren 300-Punkte-Segment, die sehr interessant sind. Also Science Tech, wo es die ersten Surface-Scanner gibt, dass wir anfangen können, nach Dingen zu suchen. Und dann haben wir hier bei Unmanned Tech noch weitere Experimente und Probe-Cores vor allen Dingen. Und wir kriegen im Electronics-Bereich noch Experimente, zwei Stück und eine sehr kleine, aber schöne Antenne, mit der wir 40 Gigameter funken können. Und dazu noch einige nette Sachen mit zur Wiederaufbereitung fürs Tech-Life-Support-System. Deshalb nehmen wir jetzt mal Precision Engineering rein und dann gucken wir als nächstes mal, also wir sind auch nicht weit davon entfernt, dass wir uns hier noch irgendwas leisten können. Jetzt gucken wir mal, was die Missionen so hergeben. Also, wir haben momentan aktiv 5 Stück, davon ist einmal Hallfried, den kriegen wir noch frei. Die drei sind quasi geblockt, bis wir nach Duna fliegen. Die Touristen dürften sich in so grob 3 Stunden erledigt haben, wenn denen das Essen und so weiter ausgeht. So, schauen wir mal. Wir nehmen mit rein. Ja, wir machen mal kurz diesen Test hier. Das können wir auf jeden Fall erledigen. So, und ansonsten sah es gar nicht so toll aus. Aber wir machen jetzt mal kurz den Test, damit wir einmal die Kohle reinbekommen. So, dann brauchen wir irgendwie einen kurzen Funk. Das Ganze nennen wir Test. Und wir brauchen das zu testende Teil. Und damit da nichts kaputt geht, nehmen wir das einfach runter. So. Ja. Ah, scheinbar war ich schon mal so kreativ mit der Testbenahmung. So, und dann zünden wir das einmal. Das gibt uns zumindest schon mal ein bisschen Kohle und auch einen Forschungs- und einen, tada, einen Forschungs- und einen Prestigepunkt. So, knappe 3000. Sehr schön. Dann wieder zurück mit dem Kram. Dann können wir das recovern und haben sogar noch die Kohle größtenteils wieder eingespielt, die wir ausgegeben haben für die Teile. Zumindest alles außer dem zu testenden Teil. So, jetzt schauen wir mal, ob hier noch irgendwas übrig ist. Recover Component, nee. Neuer Surface Outpost, nö. Extract Ore, nö. Und ich habe jetzt gelernt, dass bei Decline gibt es tatsächlich minus ein Dings. Das machen wir jetzt nicht. Und Craft vom Orbit? Nee. Oh, wie lange haben wir da Zeit für? 25 Jahre. Science Data from Surface of Ike. Das könnten wir natürlich auch schon mal annehmen, dass wir den mit dabei haben. Der passt ja hervorragend in unsere Duna-Ike-Missionsserie hier rein. Da müssen wir uns dann nur überlegen, wie wir da irgendwie was gelandet bekommen. So, ja, bleibt erstmal dabei. Gut, jetzt wäre meine Überlegung, dass wir einfach mal gucken, dass wir, um Geld zu sparen, wenn wir die Minmus-Leute zurückholen, den Space Truck benutzen. Und zwar, wo ist er? Space Truck Autopilot. Ja, hat er sich wieder umbenannt? Hat er sich durchs An- und Abdocken wieder umbenannt, der Space Truck? Wahrscheinlich. Und zwar, dass wir den auffüllen. Schauen wir mal. Nee, es ist tatsächlich nur der Autopilot. Okay. Wo ist denn der Space Truck?
Space Truck Autopilot? Space Truck, da ist er. Switch to. So, und zwar, dass wir den betanken und einfach mal gucken, dass wir einen Probeflug mit dem Space Truck machen zum Minmus, um die Leute abzuholen und wieder zurück. Denn wir müssen ja noch ein bisschen rausfinden, was der Space Truck so kann. Und dafür müssen wir ihn mit Liquid Fuel vollpumpen. Und zwar 3600. Oh, das ist ganz schön wenig, ne? Insgesamt. Müssen wir mal schauen, ob wir so viel. Wir kriegen das Dreifache rein. Ich habe so fast die Befürchtung, dass wir dann nur 600 irgendwas Delta V haben. Oh, und der Minmus Turibus verliert langsam. Verliert langsam. Ach so, deshalb hat er so wenig. Wir haben hier Jans. Jans. Viele gesperrte Sachen auch noch, ne? Verrückt. Die müssen wir natürlich mal aufmachen. Funktioniert natürlich hervorragend im Dunkeln. Zack. 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 Ah, da sieht das ja alles schon ein bisschen anders aus, ne? Wir schleppen hier ganz viel totes Gewicht nämlich herum, wo wir den Treibstofftank gar nicht offen haben. Das erklärt auch, warum der so beschissene Delta-V-Werte hatte. Aber so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Sehr schön, da sieht das ja schon ganz anders aus. Ich hatte schon Befürchtungen, dass der Space Truck gar nicht so gut funktioniert, wie es gedacht war. Aber das entspannt die Lage ja schon mal ein gutes Stück. So. Zack, dann machen wir hier noch auf. Zack. 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 Das heißt aber, wenn ich das richtig sehe, 2000 irgendwas Delta V, dass wir eigentlich sogar direkt hinfliegen könnten. Wie viele Sitzplätze haben wir denn? Pilot und zwei Scientists, okay. Das heißt, wir müssten gar nicht refuelen. Das ist natürlich nett. Okay, fünf Science, die brauchen wir jetzt noch nicht rüberfunken. Das ist natürlich echt nett, dass wir die Möglichkeit schon haben. Okay, dann würde ich sagen, dann gucken wir mal, dass wir mit dem Space Truck hier hindüsen. So, nach Minmus wollen wir um. Nee, das ist der Mond. Da ist Minmus. So, dann schauen wir mal, wie gut der Space Truck funktioniert. Also wir brauchen ungefähr 900 Delta V, um da rauszukommen. Wir brauchen noch mal ein bisschen was, um anzugleichen. Also wahrscheinlich die 179 werden wir gleich raushauen für den Plane-Angleich. Dann haben wir noch 1000 und ein bisschen übrig. Wir müssen uns in den Orbit bremsen. Das kostet uns noch mal 200 irgendwas. Und wir müssen wieder zurückkommen. Es ist fast ein bisschen knapp. Bevor wir jetzt irgendwie den Space Truck riskieren, könnten wir natürlich noch mal gucken. Erstmal gucke ich, ob hier noch irgendwelche gesperrten Tanks sind, von denen ich wissen sollte. Nee, alles gut. Okay. Wollen wir ihn betanken vorher? Ich glaube, ich will ihn betanken vorher. Das ist mir sonst zu knapp. So, wir können ungefähr 7000 Fuel, nicht ganz, 7000 Liquid Fuel reinlassen. Dann schauen wir mal, dass wir dafür eine kleine Probe fertig machen, die Möglichkeit hatte anzudocken und die wir dann versenken können. So. 7000 Liquid Fuel gilt es zu verbringen. Und das Ganze möglichst preiswert im Idealfall. So, den können wir auch schon mal so konzipieren. Tank. Weiß ich nicht. Tanker. So. Keine Ahnung. Fällt mir gerade nichts Schlaues zu ein. Den packen wir aber mal ordentlich ein, dass wir da nicht den Probe-Core irgendwo gegenballern. Und zwar in das gute alte 1,2 Meter Service Bay. Und dann können wir da noch einen. Nee, können wir nicht. Das wird zu knapp. Dann wobbelt das wieder irgendwie eigenartig. Machen wir den da noch drauf und machen uns einen Fuel-Tank drauf für ACS. So. Und dann kommt da oben dran Docking Port, damit wir das Ding andocken können. So. So weit, so preiswert. So, wie viel Fuel ist denn in ein so einem 400? Ah, das ist natürlich wenig.
Hier sind 720 drin, da sind 1440 drin. Ey, das ist echt viel. Dann machen wir das mit denen hier. So. So. Und dann. Ach ja, wir haben ja jetzt hier. Na, die gut, die hatten wir schon vorher. Wir nehmen jetzt einfach so Girder-Segments und bauen außen nochmal welche ran. So, mal gucken. Wir dürfen nicht zu viele Tonnen dranhängen, damit sich das Ding auch noch bewegen lässt nachher. Aber bisschen was können wir machen. So, Control, damit sich's bewegen lässt. Jawohl. Und Aerodynamik-Hütchen, damit das mit dem Start gleich halbwegs funktioniert. So, dann haben wir jetzt 4000 Liquid Fuel. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. So, dann machen wir noch mal einmal hier ran. Sind wir bei 5600 und eine in die Mitte. Sind wir bei 6000. Okay, das, ich würde sagen, das reicht erstmal für den ersten Anlauf. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Wir können das Ding ja später immer noch mal refuelen. Und wir wollen das Ding ja auch noch irgendwie in den Orbit bekommen. So, und dann brauchen wir Kontrolldüsen. Ja, wir brauchen. Dann können wir das nachher auch noch umfüllen. So, und dann kommt hier dran unsere Treibstoffstufe, mit der wir dann das Ding bewegen. So, wir brauchen auch noch. Also jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn Center of Mass auf der Höhe? Das heißt, dann bauen wir uns auf der Höhe auch die Thruster Blocks an, dass wir nachher auf der idealen Höhe manövrieren können. So, das müsste eigentlich reichen, um das Ding halbwegs gut zu bewegen. Ja, die kosten ganz schön Geld, müssen wir nicht zu viele von nehmen. So, 25.000 Sprit, das ist auf jeden Fall deutlich preiswerter als eine Rakete, die wir komplett bis nach Minmus bringen. So, und jetzt machen wir uns hier dran drei davon und eventuell reicht das schon. Drei davon, 0,46 reicht, Thrust-Weight-Ratio. Und die haben dann 585 Delta-V, das ist okay. So, jetzt muss ich mal den aufmachen, um das zu bewegen. So, 585 Delta-V. Jetzt machen wir das einmal zu. Dann haben wir 0. So, das ist jetzt unsere Totlast, die wir hochbewegen. Jupp, 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 jupp. Jupp, 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 jupp. Ist das unsere Totlast, die wir hochbewegen wollen? Das ist gar nicht so leicht, das Ding, ne? 52 Tonnen. Heieieiei. Okay, gucken wir mal, ob wir das sauber nach oben geschossen bekommen. Wir nehmen uns ein bisschen Sprit mit. So, und was wäre, wenn wir jetzt da die Skipper viermal drunter hängen? Dann haben wir 3600 Delta V und zu wenig Dingens. Okay. Das ist es noch nicht ganz. Aber es ist die Hälfte der Miete. Also wir brauchen ungefähr 4000. Ungefähr. Wir haben nochmal 400 irgendwas hier oben drin. Ja. Aber wir bräuchten noch einen Ticken mehr. Einen Ticken mehr. Machen wir das doch so, dass wir hier noch einen Tank ranhängen. Zack. Dann haben wir zwar 4600 Delta V, aber ist das hier gesperrt? Ne. Also 4000 Delta V, damit müssten wir auf jeden Fall hochkommen. Jetzt haben wir nur eine viel zu niedrige Thrust-Weight-Ratio und dafür können wir aber unsere externen Thruster einfach wieder mal dranhängen. So. Die schön extern nochmal Schub mit rausgeben.
Und damit zusammen haben wir dann 0,88. Das reicht aber noch nicht. Okay. Dann mehr davon. Zack. Und... Zack. So. Jetzt alle in eine Stufe rein. Ah, 3800. Das Zusatzgewicht macht es dann natürlich schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Sind alles richtig eingestellt? Atmospheric. Ja. So viel besser wird es nicht. Okay, das ist scheinbar nicht die richtige Antwort darauf. Vielleicht ist die Antwort ja tatsächlich Booster zu nehmen. So, schauen wir mal. Immer diese Monsterraketen. Fürchterlich. Ich sollte mich doch wieder dem filigraneren Bau von Kleinstraumschiffen zuwenden. So, 4400 Delta V bei einer 1,19 Trust-Weight-Ratio. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt könnte man natürlich noch sagen, kriegen wir da irgendwie eine Fuel-Pipe hin? Bisschen Glück, kriegen wir das gefuel-piped. Mal gucken. Also wir setzen von hier an. Ah ne, das wird heiß. Das ist, das ist keine gute Idee. Wenn ich da lang, dann erzeuge ich zu viel Hitze. Nee, das machen wir nicht. So, wenn wir die jetzt öffnen, sind wir bei 5000. Das müsste eigentlich funktionieren. Auch wenn ich 1,19 ist nicht besonders genial. Das ist sehr niedrig vom Trust-Weight-Ratio. Das heißt, wir werden am Anfang sehr langsam sein. Was machen wir denn da? Wie viel Monopropellant haben wir jetzt hier drin? 1250 Einheiten. Na komm, dann lasst uns doch den Scheiß da entfernen. Das spart nochmal ein bisschen Gewicht. So. Herzlichen Glückwunsch für alles, wie das kaputt. So. So. 1,2 sieht doch schon ein bisschen anders aus. Und jetzt auch mit 5000 Delta V. Und wir haben immer noch Monopropellant 250 Einheiten. Das wird reichen, um uns daran zu manövrieren. Und ein bisschen sogar noch was umzufüllen, denke ich mal. Okay. Ich glaube, damit kriegen wir es hin. Damit kriegen wir es hin. Dann brauchen wir jetzt noch ein paar Hütchen oben drauf und eine Antenne für den Aufstieg. Die brauchen wir aber nur einmal. Oh Gott, 114.000. So viel zum Thema. Guck mal, wie preiswert das ist. Aber dann haben wir den Space Truck mal betankt. Das ist jetzt so. Muss ja irgendwann mal getan werden. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Teuer, 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 teuer. Dann können wir vielleicht eine Weile mit dem rumdüsen und Sachen erledigen. So, dann noch eine Strut dazwischen. Nee, das war falsch. Halt. Jetzt kriegt die wieder nicht ab, oder? Naja, gut. 1, 2, 3, 4. 4 Struts. So. Dann sind die alle gestruttet. Boosterabwurf. Neue Triebwerke, die sind jetzt auch offen. Jawohl. Und Strom brauchen wir noch. Wir brauchen noch Strom. Aber eigentlich nicht allzu viel. Das heißt, wir können hier die kleinen Billo-Dinger nehmen. Was kosten die? 75. Was kosten die größeren? 440. Ja. Dann machen wir das so. Müssten wir eigentlich genug Richtung abgedeckt haben, damit wir Strom bekommen können. So, und dann noch eine Antenne für weiter oben. Dann nehmen wir gerne die etwas teurere. Die können wir dann hier einmal seitlich ran. So, Strom haben wir, das haben wir. Wir haben genug Torque, damit wir uns drehen können, und wir haben auch genug Delta V, um irgendwo hinzukommen. Das heißt, last but not least, gibt es jetzt hier noch einen Startturm, und ich glaube, das verstrutten wir lieber alles nochmal.
Einfach nur, damit es uns nicht am Ende des Tages auseinanderbricht. So, das ist gestruttet. Sicherheitshalber das hier nochmal strutten. So, struts all over the place. Und dann das Staging noch ordentlich. Und ich hoffe mal, das reicht, damit wir uns in Richtung Space Truck auf den Weg machen können. Und ich würde sagen, das probieren wir jetzt einfach mal aus, um euch nicht wieder in so einem fiesen Spoiler hängen zu lassen, sondern wir starten mal die Rakete in Richtung Space Truck. Mal gucken, wie das so funktioniert. Ich hoffe ja vernünftig. Sonst war das ein sehr teures, unschönes Unterfangen. Also sie zerbricht schon mal nicht direkt, das ist prinzipiell schon mal gut. So, Space Truck, da ist er. Da ist er. Gut, dann zoomen wir ihn ran zu uns. Fliegt momentan auf einer 100 Kilometer Ebene. Okay. Gut. Das wird hoffentlich reichen. SRS ist an, Vollschub ist gegeben, wir haben sehr viel Kontrolle und ich hoffe mal, dass wir auch sehr viel Schub kriegen. Na? Ah, da quält er sich langsam nach oben. Wei, wei, wei. Ah, ich habe schon schnellere Raumschiffe gesehen, aber es ist natürlich auch ein Riesenbatzen, den wir hier fliegen. Hoffen wir, dass er sich gleich noch fängt, aber jetzt kriegt er auch Schub drauf. Ich hoffe, dass der jetzt genug Sprit raus verbrennt, während wir unterwegs sind, um schon mal dafür zu sorgen, dass wir gleich ein positives Thrust-Weight-Ratio noch haben, wenn unsere Booster ausgebrannt sind. Das ist so ein bisschen noch das Risiko jetzt natürlich. Aber wir hatten 0,75, das heißt, es muss eigentlich einer dieser Tanks leer gehen. Naja, es muss ein bisschen mehr noch passieren. 1, 2, 3, 4, wir haben ja oben drauf auch noch Gewicht. Schauen wir mal. Also, wir kriegen auf jeden Fall Fahrt drauf und steigen langsam. Und mit jedem Meter, den wir steigen, werden diese Triebwerke auch effizienter. Daher alles gut. So. Booster Set. Und wir werden jetzt erstmal wieder langsamer. Das ist nicht gut. Jetzt schauen wir mal, ob er sich gleich fängt. Eieieiei. Komm. Komm, nicht zu langsam werden. Nicht zu langsam werden. Ah, ich drifte ein bisschen. Wir sind immer noch im langsamer werden, aber wir werden langsamer. Das heißt, ihr müsst jetzt jeden Moment hoffentlich kippen und wieder Fahrt aufnehmen. Wir haben den ersten Tank durchgerotzt. Der nächste Tank ist am Werden. So, ja, besonders toll mit der Kontrolle ist es nicht. Und wir nehmen jetzt wieder Fahrt auf. Sehr schön. So, 10 Kilometer, das heißt, Gravity Turn prinzipiell ja. Ich muss ihn jetzt ein bisschen rauszögern, weil wir haben noch nicht viel Geschwindigkeit nach oben aufgenommen. Und damit sind wir noch nicht so gut nach oben unterwegs, wie es sein müsste, damit wir Höhe aufnehmen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der... Oh Gott, bitte nicht. Komm schon. Komm, ich schalte jetzt RCS mit dazu. Der will nämlich gerade kippen. Aber das möchte ich nicht. Kommen. Okay. Puh. Ja. Das ist ein widerspenstiges Biest, möchte ich mal sagen. Ein widerspenstiges Biest. Aber so langsam kriegt er Fahrt drauf. Ich hoffe mal, dass wir jetzt langsam sauber unseren Gravity Turn hinbekommen können. Damit ich nicht mehr so instabil im Flug liege. So, das ist doch relativ viel Treibstoff zu transportieren und der ist doch relativ schwer, stelle ich gerade fest. Und auch sehr schwer zu steuern, sehr unangenehm und träge. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir haben ja noch eine weitere Stufe. Ach, aber wir nehmen echt kaum Fahrt auf, ne? Also es ist traurig anzusehen, wie langsam wir unterwegs sind. Ich hoffe, dass wir jetzt bald ein bisschen mehr Schub generieren können. Denn so wird das nicht allzu prall mit der Höhe.
die wir doch immer noch brauchen, um irgendwie dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Wir haben jetzt eine Apoapsis von 34, 35 Kilometern. Das ist nicht gerade grandios viel, aber jetzt bewegt sich auch was. Okay. Jetzt kriegen wir Schub rein. Und wir sind aber auch fast auf dem letzten Tank, glaube ich, ja. Jetzt sind wir auch fast auf dem letzten Tank. Ach Gottchen. Ach Gottchen, ach Gottchen, ach Gottchen. So. Das hat uns viel Sprit gekostet, deshalb immer Reserven, ne? Ich guck mal, ob ich es jetzt auch ohne ACS hinbekomme. Ja, jetzt geht's auch ohne ACS. Wir sind aus der Atmosphäre größtenteils raus. So, jetzt heißt es Gas geben, denn wir sind ziemlich weit hinterm Space Truck rausgekommen. Ich hoffe mal, dass wir noch genug Schwung mitbringen können, um aus dem ganzen Spiel hier noch einen Orbit zu machen. Ja. Okay. Hätte alles schlimmer sein können, hätte aber auch deutlich besser sein können. Und jetzt hoffen wir mal, dass da noch genug Sprit mit drin ist. So. Wir sind weit hinter ihm. Das ist jetzt aber erstmal nicht so schlimm. Wir können nämlich gucken, dass wir ein bisschen tiefer gehen, als unser Orbit das von uns verlangt, und Schwung nehmen, um die Geschwindigkeit rauszuholen. So, und wir dürften jetzt auch gleich Burnout haben. Nehme ich mal an. Okay. Gut, wie viel Sprit haben wir noch im Tank? Oh, ein bisschen noch. Also heute gibt es mal Überlänge. Komm, dreh dich zurück. Heute gibt es mal Überlänge, weil das Manöver wollen wir jetzt natürlich noch fertig fliegen. So, wir haben genug Strom. Das sieht gut aus. Wir können jetzt auch mal diese wilde Antenne ausklappen. Einfach nur, um sicher zu gehen. Komm schon. Activate. So. Gut. Wir sind hier. Der Space Truck ist 77 Kilometer entfernt und entfernt sich fröhlich. Okay. Aber wir müssen uns erstmal um unseren Orbit kümmern, bevor wir mit dem Space Truck anfangen. So, jetzt schauen wir mal, dass wir uns ein bisschen vorwärts zoomen. Also, wir müssen jetzt noch einmal einen kurzen Burn machen, um in den Orbit reinzukommen. Und dann können wir den Rest in dieser kleinen Stufe unten drunter nutzen, um uns zum Space Truck hinzubewegen. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass das mit dem Orbit klappt. Wie weit haben wir es noch? 109 Kilometer, 109 Höhe ist unsere Zielhöhe. Okay. Oh, 100 Kilometer ist er schon weg, der Space Truck. Da müssen wir gleich ein bisschen rotieren. So, jetzt machen wir aber erstmal unseren Orbit fertig. Und da war Ende Gelände mit dem Sprit. Und ich hoffe inständig, dass der Rest, den wir haben, es schafft, uns noch in den Orbit hoch zu befördern. Ja, das sieht aber gar nicht schlecht aus. Da hinten ist er. So, also den Orbit kriegen wir schon mal hin. Und dann unterfliegen wir hier hinten einfach schon mal die Station. Und haben jetzt, glaube ich, alles erstmal so weit gesetzt, dass wir uns hoffentlich nach und nach annähern können. Wir haben noch ja, ein bisschen was im Tank und dann gucken wir, dass wir das hier an den Space Truck ranbringen nach diesem langen Kampf. So, diesmal Freitagsfolge mit Überlänge. Ich hoffe, ihr habt's genossen. Ich auf jeden Fall und ich wische mir jetzt kurz den Schweiß von der Stirn und freue mich erstmal, dass der Tank oder der Tankherr für unseren Space Truck in einem Stück im Orbit angekommen ist. Und nächste Folge schauen wir mal weiter, dass wir das Ding angedockt bekommen oder alternativ natürlich im Livestream, sollte es so sein, dass Hardcore Kirby das Rennen macht. Vielen Dank fürs Zuschauen, mein Name ist Robert und tschüss.